Sommerzeit im Kindergarten. Eine Geschichte von Sandra Ladwig mit Bildern von Jule Johansen. Heute ist Sommeranfang, sagt Greta, die Erzieherin der kleinen Füchse. Die Kindergartenkinder sitzen auf dem Boden vor der Jahreszeitenuhr. Aber es ist doch schon so lange warm, sagt Mia. Das stimmt, sagt Greta. Aber bisher war noch Frühling. Nach dem Kalender beginnt der Sommer erst heute, am 21. Juni. Das sind die Sommermonate, fährt sie fort und tippt mit dem Finger auf Juni, Juli und August. Und bald feiern wir unser Sommerfest. Dort wollen die kleinen Füchse einen Storchentanz aufführen. Dafür üben sie schon seit ein paar Tagen. Das Üben macht hungrig. Die schmecken gut, schmatzt Oskar. Er hat sich eine Handvoll Johannisbeeren in den Mund gesteckt. Der Obstteller ist randvoll mit Johannisbeeren, Kirschen, Melonenstücken, Pfirsichen und Blaubeeren. Und wo sind die Erdbeeren? Fragt Laura. Komm schon, sagt Greta und stellt eine Schale auf den Tisch. Und jetzt Gemüsememory, ruft Rasmus. Ich spiele mit, sagt Luca. Mia, Laura und Oskar machen auch mit. Die Karten haben sie erst vor kurzem gebastelt. Jedes Kind hat sein Lieblingsgemüse fotografiert. Dann hat Greta die Bilder zweimal ausgedruckt und die kleinen Füchse haben sie auf Pappkarten geklebt. Jetzt haben sie ein neues Memory-Spiel mit Gurken, Tomaten, Möhren und anderen Gemüsesorten. Können wir auch ein Süßigkeiten-Memory basteln? Fragt Mia. Greta lacht. Jetzt gehen wir erstmal raus in die Sonne. Juhu! Die kleinen Füchse flitzen zur Garderobe. Dürfen wir in der Matschanlage spielen? Greta nickt. Aber zieht euch bitte erst um. Wer mag, zieht seine Badesachen an. Eincreme und Sonnenhut nicht vergessen, ruft sie Oskar zu, der schon auf dem Weg nach draußen ist. Hilfst du mir? Fragt er und holt eine Tube aus seinem Beutel. Kann ich Mias Creme haben? Fragt Laura und zeigt auf die bunte Flasche, aus der die Creme spritzt. Nacheinander cremt Greta die Kinder ein, bis ihre Hände ganz weiß sind. Laura pumpt Wasser und schon spritzt es in die Matschanlage. Zusammen backen die kleinen Füchse Matschkuchen und bauen eine Sandburg. Wie im Urlaub am Strand, sagt Luca. Da haben mein Papa und ich eine Burg gebaut, die war fast bis zum Himmel hoch. Das geht doch gar nicht, meint Rasmus. Doch, entgegnet Luca. In dem Moment setzt sich eine Libelle mitten auf dem Sandburgturm. Ihre Flügel glitzern im Sonnenlicht blau und grün. Aber als Rasmus seinen Finger nach ihr ausstreckt, fliegt sie davon. Jetzt sind die Sonnenblumen schon so groß wie ich, sagt Mia, und größer. Als es warm wurde, haben die kleinen Füchse die Samen gesät. Die Blumen sind schnell gewachsen. Einige Blüten sind sogar schon verblüht. Die lassen wir den Vögeln als Nahrung, sagt Greta. Und ein paar Samen heben wir auf. Dann können wir sie im nächsten Jahr wieder säen. Das kitzelt, sagt Rasmus. Auf seinem Finger hat sich eine Ameise verwirrt. Die Jungen haben eine Ameisenstraße auf der Wiese entdeckt. Oskar rupft kleine Grashalme und legt sie auf den Weg. Doch die Ameisen laufen einfach drum herum. Ameisen geben einen Duft ab, der den Weg markiert. So wissen alle anderen Ameisen, wohin sie laufen müssen, erzählt Greta. Plötzlich wird der Himmel dunkel. Psst, seid mal leise, ruft Luca. Ich höre was. Ich auch, sagt Mia. Alle bleiben stehen und lauschen. In der Ferne donnert es.
Schnell rein, sagt Greta. Gleich gibt es ein ordentliches Sommergewitter. Schon fallen die ersten dicken Tropfen vom Himmel. Der Donner wird immer lauter. Als der Regen stärker wird, sind alle abgetrocknet und umgezogen. Es blitzt, ruft Laura und rennt zum Fenster. Ein helles Licht erscheint am dunklen Himmel. Oskar malt einen Blitz in den Wetterkalender. Greta schaut auf das Thermometer. Hier bei der 26 kannst du ein Kreuz machen, sagt sie. So warm ist es heute. Morgen hat Laura Geburtstag. Für die Feier im Kindergarten wünscht sie sich selbstgemachtes Eis. Lecker, freut sich Luca und ist gleich der Erste, der Apfelsaft in einen kleinen Becher füllt. Als alle Becher voll sind, stecken die Kinder Holzstiele hinein. Greta stellt sie ins Tiefkühlfach. Über Nacht gefriert der Saft und morgen gibt es für jeden Eis. Am nächsten Tag lecken die Kinder im Schatten des Sonnensiegels ihr selbstgemachtes Eis. Heute ist der 27. Juni, sagt Greta. Das ist nicht nur Lauras Geburtstag, sondern auch Siebenschläfertag. Siebenkäfertag? Kichert Oskar. Siebenschäferquark? Ruft Mia. Siebenschläfer, wiederholt Greta. Man sagt, wenn die Siebenschläfer Regen kochen, regnet's ganze 7 Wochen. Gut, dass heute die Sonne scheint, stellt Rasmus zufrieden fest. Kurz vor dem Sommerfest besuchen die kleinen Füchse den nahegelegenen Bauernhof. Der Bauer zeigt ihnen die Schafe und Kühe, die bei ihrem Besuch im Frühjahr auf die Welt gekommen sind. Die Kinder staunen, wie groß die Tiere jetzt sind. In der Scheune lagert das frisch geerntete Sommergetreide. Daraus wird Mehl gemacht, sagt der Bauer. Und aus dem backt der Bäcker leckeres Brot. Und Brötchen, ruft Luca. Im Bauerngarten blühen Ringelblumen, Löwenmäulchen, Astern und Sonnenblumen. Die kleinen Füchse pflücken die schönsten Blumen. Am kleinen Bach nebenan sammeln sie Kieselsteine, bis Greta sagt, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Die Steine malen sie am nächsten Tag im Kindergarten bunt an. Mia und Laura legen die Blumen aus dem Bauerngarten in dicke Bücher. Nach ein paar Tagen holen sie die plattgepressten Blumen heraus und kleben sie auf bunte Papierstreifen. Das werden schöne Lesezeichen, sagt Laura. Der Bauer hat Greta einen großen Korb voll Kirschen mitgegeben. Daraus kochen Greta und die Kinder Marmelade. Auf die Gläser kleben sie selbstgemalte Etiketten. Dann ist es da, das Sommerfest. Laura, Mia, Oskar, Rasmus und Luca sind aufgeregt. Heute führen sie endlich ihren Storchentanz auf. Vor lauter Aufregung hat Luca seinen Schnabel zu Hause vergessen. Zum Glück hat Greta noch einen Ersatzschnabel. Das tröstet Luca, auch wenn der Schnabel etwas anders aussieht als die anderen mit großen. Mit großen Schritten stachsen die Kinder über die Bühne und singen: Auf unserer Wiese geht was, wartet durch die Sümpfe. Es hat ein schwarz-weiß Röcklein an, trägt auch rote Strümpfe. Fängt die Frösche, schnapp, 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 klappert lustig, klapperdi-klapp. Wer kann das erraten? Schließlich ruft Greta: Das Sommerbuffet ist eröffnet. Sofort stürmen die Kinder zum großen Tisch. Die Eltern haben Tomaten und Gurken, Muffins, Salate und Brot mitgebracht. Es riecht gut. 2 Väter grillen Würstchen und Gemüsespieße. Und für alle gibt es Bowl, die süß schmeckt und auf der Zunge bitzelt. Später werden die Vorschulkinder verabschiedet. Nach den Sommerferien kommen sie in die Schule.
Auch Mias Bruder ist dabei. Stolz steht er mit den anderen Großen in einer Reihe. Die Kindergartenleiterin gibt jedem Kind die Hand und überreicht ihm eine kleine Schultüte. So eine hätte Mia auch gerne. Erst als es dunkel wird, geht das Sommerfest zu Ende. Die Kinder und Greta verabschieden sich. Tschüss, ihr kleinen Füchse, habt schöne Ferien!